Feuerwehr Notruf, wo ist der Einsatzort? Erner Straße 25. Hier ist Katie Schneider. Ich war gerade bei meiner besten Freundin. Wir waren verabredet und sie hat mir nur so komisch die Tür aufgemacht, total blass. Ich glaube, sie hatte eine Verletzung an der Hand und dann war die Tür auch schon wieder zu. Und jetzt habe ich nochmal geklingelt, an die Fenster geklopft und sie macht einfach nicht mehr auf. Ich mache mir Sorgen, dass sie vielleicht umgekippt ist. Konnten Sie erkennen, was sie für eine Verletzung an der Hand hat? Bläschen, das war auf jeden Fall knallrot und sie war total blass und keiner macht auf, ich sehe nichts und ich mache mir wirklich Sorgen, dass da was passiert ist. Die Kollegen sind auf jeden Fall schon unterwegs, für Sie zur Info. Ah, sehr gut. Versuchen Sie es einfach weiter so. Kann sie auch, je nachdem wie es ihr geht, auch hören, dass sie nicht weg sind, dass auf jeden Fall jemand bei ihr ist. Und sagen Sie ihr, dass die Feuerwehr, der Rettungsdienst gleich da ist. Das Ganze wirkte am Anfang natürlich wie ein harmloser Haushaltsunfall. Und ich hatte keine Ahnung, in welche Hölle ich meine Kollegen schicke. Vielleicht haben wir ja auch mal Glück. Und sie möchte einfach noch nicht mit ihrer Freundin sprechen. Einfach unfreundlich. Kann ja auch mal sein. Ja, klar. Guten Tag, Sie haben Anruf. Ja, genau. Hat sie inzwischen geöffnet? Nein. Also ich lande mir noch die gleiche Situation. Okay. Gut, dass Sie endlich da sind. Man könnte jetzt meinen, eine Brandverletzung an der Hand ist jetzt nichts Lebensgefährliches. Und wenn sie dann einfach reingegangen ist und die Tür zugeknallt hat, hatte sie vielleicht einfach keine Lust auf das Treffen. Aber wir wissen ja nicht, wie groß die Handverletzung ist. Und deshalb ist es schon in Ordnung. Weil es ist ja schon komisch, wenn man eine Verletzung hat, einfach reinzugehen und zu sagen, nö, ist okay und tschüss. Aber Klingel funktioniert, hier sieht man alles. Funktioniert, ja. Hallo. Ich habe auch ans Fenster geklappt. Moin, der Rettungsdienst. Oh, da macht jetzt jemand auf. Hallo. Ja, guten Tag, hallo. Guten Tag. Moretti vom Rettungsdienst, das ist meine Kollegin. Ja, was machen Sie denn hier? Ich wollte jetzt gar nicht so einen Stress machen. Ja. Die Dame hat uns quasi gerufen. Was machst du denn hier? Ich dachte, sie ist alleine. Ich habe geklingelt die ganze Zeit. Alex, warum machst du die Tür nicht auf? Ja, das haben wir nicht gehört. Also, kann ja mal passieren. Die Musik ein bisschen laut. Sie war gerade kurz an der Tür, kreidebleich, mit der verletzten Hand. Sie hat sich an der Hand verletzt, ja. Das ist beim Backen passiert, aber das ist halb so schlimm. Sie hat ihm auch schon gesagt, das tut gar nicht mehr so weh. Können wir denn die Dame mal kurz irgendwie mal sehen, wenn wir schon vor Ort sind? Ja, wir können mal eben kurz Hallo sagen. Ich meine, wir brauchen ja nicht reinkommen, aber Sie können ja mal kurz herkommen. Ja, dann kommen Sie doch eben rein, wenn es schon geht. Ja, gut. Alles klar. Gut. Auch nee, ich glaube nicht. Also ich sehe mir kein Hausrecht. Hallo. Guten Tag. Moretti vom Rettungsdienst, das ist meine Kollegin. Setzen Sie sich einfach mal hier hin. Das muss ja höllisch wehtun. Ich meine, schon ganz so schlimm ist es nicht. Haben Sie Diabetes, also Zucker, nicht zuckerkrank? Nee, kerngesund. Also das müsste eigentlich höllisch wehtun. Ich ziehe Ihnen einmal eine Maske auf, die Ohren. So, und wie ist das passiert jetzt genau? Sie hat sich am Backblech verbrannt. Also, ne, es ging dann schnell, dann ist auch das Glas da runtergefallen. Mit einer Hand hat sie, mit einer Hand, hat sie das Backblech nur, an der anderen ist gar nichts. An der anderen ist nichts, nee. Die Frau mit der verletzten Hand machte dann auf mich allerdings einen etwas kuriosen Eindruck. Sie konnte mich nicht ansehen, sie wirkte ziemlich verschüchtert, sie reagierte auch auf Berührungen immer mit Zuckungen, auch wenn ich sie nur leicht berührte. Das war seltsam. Und wenn ich sie was fragte, antwortete nicht sie, sondern der Mann. Ihr Gesichtsausdruck ist auch sehr schmerzverzerrt. Mich wundert, dass Sie sagen, dass Sie so wenig Schmerzen haben. Ist ein bisschen kalt, ne? Nicht erschrecken. Ja, das brennt ja, aber das muss doch mal kurz so sein. Das wird gleich besser, das wird gleich runter. Das müssen wir wohl im Krankenhaus versorgen lassen. Das ist nicht so harmlos, wie Sie das hier eingeschätzt haben. Ach, ich glaube, das ist nicht notwendig. Also wir haben einen super Hausarzt, dem vertrauen wir voll und ganz. Also meine Frau und ich, wir gehen ungern ins Krankenhaus. Ich muss Ihnen wohl sagen, das ist so tief, es ist ja auch die rechte Hand. Da muss schon von einer Fachkraft nachgeguckt werden. Ich glaube Ihrem Hausarzt, ich will ihm da nichts unterstellen, aber da sollte ein Chirurg drauf gucken. Okay, dann machen wir es so, wir fahren gleich zum Hausarzt und wenn der meint, Krankenhaus wäre gut, dann fahre ich direkt weiter ins Krankenhaus. Können wir das so machen? Weil das ist prima. Ich bräuchte wohl trotzdem Daten von Ihnen. Könnten Sie vielleicht mal die Versichertenkarte holen, dass ich da ein paar Daten abschreiben kann? Das wäre ganz klasse. Wir machen nur eben den Verband zu Ende, ja? So, okay. Danke. So, haben wir eben. Es riecht ja schon irgendwie verbrannt hier, ne? Ja. Sagen Sie mal, ist das richtig, dass Sie nicht mit uns ins Krankenhaus möchten? Ist hier alles in Ordnung? Brauchen Sie Hilfe? Ist schon besser geworden jetzt mit dem Verband.
Ich habe irgendwann den Ehemann rausgeschickt, die Krankenversichertenkarte zu holen, weil mir dieses stellvertretende Antworten einfach nicht gefiel. Ich wollte die Frau mal alleine haben, ihr die Möglichkeit und den Raum geben, selber zu antworten. Ja, der Mann ist dann natürlich auch rausgegangen, um die Karte zu holen. Ich habe die Frau direkt angesprochen und sie angesehen und gefragt, brauchen Sie Hilfe? Ich bin für Sie da. Sie konnte meinem Blick nicht standhalten. Sie sagte, nein, es ist alles in Ordnung. Auch das kam zögerlich und immer wieder wich sie meinen Blick aus. Ich kenne dieses Gefühl, ich kenne auch diese Reaktion. Ich bin lang genug im Dienst, dass mir klar ist, dass diese Frau mehr als unter den Schmerzen an ihrer Hand leidet. Wir sind für Sie da, wenn Sie Hilfe brauchen. Ist aber alles in Ordnung. Okay, dann ist ja gut. Der Herd war aber jetzt aus oder nicht, dass die jetzt hier in ihrer Panik dann noch den Backofen oder was anhaben? Komm, ich guck mal ein. Sie kann ja jetzt gerade. Ja, ja, ist gut, ich guck mal ein. Also hier ist durchaus was verbrannt, aber so, der Herd ist noch ein Tick warm. Da merkst du noch so ein bisschen. Der Backofen ist eisekalt. Und hier vorne die Scherben, hast du die gesehen? Ja. Das, sagten Sie sich, Sie hätten sich am Backblech verbrannt? Ja, und hier. Okay, alles klar. Das sieht ja schon super aus, perfekt. Dann sind Sie ja schon fertig. Ja, wir müssten halt noch einen Bericht schreiben, deshalb muss ich die Karte einmal mitnehmen. Ich habe wohl kein gutes Gefühl dabei. Ich meine, wir sind ja extra hier, um zu helfen. Es wäre jetzt kein Problem, Sie einfach mitzunehmen. Das ist ganz lieb, aber das ist wirklich nicht notwendig. Also, und Sie kommen ja auch schneller dran, wenn Sie... Das ist richtig, aber wir vertrauen unserem Hausarzt da voll und ganz. Da fahren wir gleich direkt hin. Also wirklich keine Sorge. Vielen Dank dafür. Kurze Zwischenfrage. Sie sagten eben, sie hätte sich am Backblech verbrannt. Das Backblech war eisekalt, die Pfanne war jetzt aber noch ein bisschen warm. Also die Pfanne hatte noch ein bisschen Restwärme, die das Kochfeld, aber das Backblech war eisekalt. Das war heute Morgen, das ist jetzt schon wieder abgekühlt. Ne? Das ist jetzt nicht gut, aber das passiert. Na, die Wunde ist ja jetzt aber nicht seit heute Morgen. Ne? Also ist jetzt ja, schon noch frisch ich, und so. Ich weiß ja nicht, heute Morgen, es ist auf jeden Fall schon ein bisschen Zeit her. Hier verstrickten sich immer mehr Widersprüche ineinander. Es fing schon damit an, dass gesagt wurde, sie hat sich an einem heißen Backblech verbrannt. Der Ofen war aber kalt. Darauf angesprochen hieß es dann, ja, das ist schon ein paar Stunden her. Nein, das ist es nicht. Wir erkennen an der Wunde, dass sie richtig, richtig frisch ist. Das kann nicht lange her gewesen sein. Aber sieht jetzt schon mal gut aus, ne? Die Schmerzen sind erstmal nicht mehr so stark wie am Anfang. Dann können Sie jetzt eigentlich... Wirklich? Dann fahren wir jetzt so und Sie machen das? Ja. Sie mit der... Ganz ja. Sicher? Ja, also ja, ich meine, das kriegen wir. Sind die Schmerzen, ne? Vielen Dank für Ihre Hilfe. Cool. Mal was. Ja, vielen Dank nochmal und einen wunderschönen Tag noch. Ja, ja. Gute Besserung. Danke. Dann, wir kommen ja gleich nochmal kurz und geben die Karte zurück, ne? Schmeißen Sie einfach in den Briefkasten, hol ich mir dann da raus. Ja, okay, ja, ist verstanden. Das ist das Wichtigste, ne? Rechtlich sind uns die Hände gebunden in dem Moment, wo die Frau sagt, es ist alles in Ordnung, ich möchte bei meinem Mann bleiben. Wir sind vom Rettungsdienst, wir sehen prinzipiell nicht weg. Und Medizin und Rettung muss nicht unbedingt was mit Medikamenten zu tun haben. Auch auf anderem Wege kann man Leben retten. Und das ist hier gefragt. Sie sind ja befreundet. Können Sie uns irgendetwas zu der Beziehung sagen? Ich weiß nicht, seitdem sie mit ihm verheiratet ist, habe ich fast gar nichts mehr mit ihr zu tun. Und es läuft ständig so ab, dass wir verabredet sind und dann wird nicht aufgemacht oder sie ist gar nicht erst zu Hause. Und alles erst seit der Hochzeit. Als wir das letzte Mal uns gesehen haben, hatte sie meiner Meinung nach sich ein blaues Auge abgeschminkt. Sie hat es komplett abgestritten und hat gesagt, das wäre nicht so und das hätte nur so ausgesehen. Aber ich bin mir da eigentlich ganz sicher, dass... Okay, ich frag mal bei der Leitstelle nach, ob ja, die irgendetwas wissen. Ja, ja, okay. Die Leitstelle für den 1 RTW3, bitte kommen. Ja, die Leitstelle hört. Sag mal, die Adresse, wo du uns eben hingeschickt hast, sagt die dir irgendwas in irgendeiner Form? Da hatten wir in den letzten Wochen 3 Einsätze. Also Patientin ist vital stabil, es wird aber trotzdem ein etwas längerer Einsatz werden. Wir gehen hier gerade in die psychosoziale Schiene. Ja, aber dann passt ihr schön auf euch auf, ne? Der Eigenschutz, ganz wichtig. Und sollte irgendwas sein, meldet ihr euch bitte zügig zurück. Ja, wir haben noch keine Polizeilage, wir passen schon auf. Wir haben uns einfach Sorgen gemacht, unser Bauchgefühl, welches uns schon gewarnt hatte zu Anfangs. Wir mussten einfach hierbleiben, so konnten wir die Dame auf keinen Fall alleine lassen.
Während die Notrufgeberin zu ihrer eigenen Sicherheit draußen warten soll, will das Rettungsteam zu ihrer verletzten Freundin und deren zwielichtigem Mann zurückkehren, um dem angeblichen Haushaltsunfall auf den Grund zu gehen. Die Sanitäter erwartet eine böse Überraschung. Wir können jetzt einfach so wegfahren, das geht auf gar keinen Fall. Ja, aber wir haben auch noch, du kannst doch nicht die Polizei anrufen und sagen, ich habe so im Bauch Verdacht, Gefühl, ja, genau. Boah. Boah, was war das? Du Scheiße, ist irgendjemand umgefallen oder was umgefallen? Hallo? Hallo? Das gibt's doch nicht. Ey, da öffnet keiner mehr. Die sind doch. Geh mal hier links zur Garage. Ja. Hallo? Ich sehe aber auch nichts. Warte mal. Polizeilage. Marion, ich komm da nicht rein. Du siehst nichts ums Haus. Das ist eine Polizeilage. Dann rufe ich jetzt die Polizei. Ja. Dann soll die Polizei hier kommen. Der macht mich auch. Sinn, ey. Die Leitstelle bitte. Ah! Meine Frau ist gerade gestürzt. Wo? Ja, das haben wir gehört. Ich wollte gerade die Leitstelle anfangen. Ich hatte schon den Ruf gedrückt. Ja, da öffnete sich dann auf einmal die Tür und wir wurden aufs Herzlichste eingeladen, dann doch reinzukommen. Die wollten doch zum Arzt. Ja, sie wollten nur noch schnell irgendwas holen. Okay. Oh mein Gott. Hast du sie? Ja. Das noch mal ein bisschen nach hinten. Wir brauchen hier Platz. Uah. Gehen Sie mal einen Schritt beiseite. Dankeschön. Hallo? Hallo? Da ist was. So. Einmal die Maske aufziehen hier. Kopfplatz, wo eine linke Augenbraue. So. Puls ist kräftig und regelmäßig. Okay. Das ist ja schon mal etwas. So, ich höre mal eben die Lunge ab. Keine gestauten Halswehen. Ja, gehen Sie mal einen Schritt beiseite, bitte. Entschuldigung, ui, aber. Was ist das? Was ist das jetzt hier? Ich meine, das sind schon dicke blaue Flecken. Ja, ach, das habe ich ganz vergessen. Hanna ist so ein Pechvogel zurzeit. Das ist ein Fahrradunfall gewesen. Das ist aber schon ein bisschen her. Das ist aber ein schwerer Pechvogel. Ja, ja. Das hier hat eine ganz andere Qualität. Also von der Zeit her, das ist frischer als das. Ja, das, der Lenker ist da ganz so blöd rangekommen. Und also wie gesagt, ist schon ein bisschen her. Waren Sie da mit dem Krankenhaus? Ist das abgeklärt worden? Der Arzt hat mal drüber geguckt, der meinte aber, das wäre alles in Ordnung, das wäre alles nicht so schlimm. Das sieht schlimmer aus, als es ist. War weich, der Bauch. Ne? Ja. Aber der Bauch war weich, Hüfte stabil, Oberschenkel stabil. Was wir mal gebrauchen könnten, wäre eigentlich ein Glas Wasser. Ich würde jetzt hier ungern weg, eigentlich von meiner Frau. Kann ich voll verstehen, Sie lieben sie ja auch, aber wir brauchen dringend ein Glas Wasser für Sie. Ja, aber wenn sie gleich wach wird, das tut ihr gut. Ja, wenn sie gleich wach wird, dann tut ihr das gut, glauben Sie mir. Und damit können wir auch die Stirn ein bisschen kühlen und sowas. Und ich kann hier können Sie das nicht eben unten holen? Nee, ich bin die Medizinerin und Sie sind der Hausherr. Sie wohnen ja hier, ne? Das geht bei Ihnen doch ratzfatz los. Alles gut, wir passen ganz auf Sie auf, ne? Ja, so. Dankeschön. Er hat natürlich sofort gecheckt, es war eine blöde Ausrede von mir, dass Bewusstlose nicht trinken können. Ich habe ihm dann was erzählt von Schädel-Hirntrauma und dass wir die Stirn kühlen müssten. Das war natürlich Blödsinn, aber er ging dann endlich. Ja, und kaum war er aus dem Raum raus und ich sagte zu ihr, wir sind alleine. Ich habe eine solche Gänsehaut bekommen. Wir sind alleine. Hallo? Wir sind alleine. Was ist hier los? Hab ich verstanden. Wenn der jetzt gleich reinkommt, dann tun Sie wieder so, als wenn Sie bewusstlos wären, ja? Es war nur ein ganz leises Hilfe. Aber der Blick von der Frau Johl, diese Panik, diese Angst, dieser Schmerz und dieser kleine Funke Hoffnung, der jetzt da drin lag, weil wir vor ihr standen, es war klar, wir können sie nicht alleine lassen und wir müssen sie aus diesem Haus rausholen. Hier ist das Glas Wasser. Wie sieht's jetzt aus hier? Sehr gut. Ja. So, genau. Können Sie uns schon mal hinstellen? Das brauchen wir jetzt gleich genau, hier. Genau, wenn die dann wieder wach wird, wohl. So. Können Sie schon was feststellen? Ja, hier brauchen wir noch ein bisschen was. Ja, die Metallparameter sind eigentlich ganz gut. Okay. Aber weißt du was, uns fehlt eine Druckerpapier. Definitiv. Ich geh mal kurz runter an den RTW und hol eben Druckerpapier. Ja, mach das. Ich komme sofort wieder, ne? Ja, alles klar. Ja. Gut. Wir wollen nicht ins Krankenhaus. Da geht man kränker raus, als man reingekommen ist. Da habe ich nur Schlechtes von gehört. Da haben Sie manchmal recht, ja. Ist sie wirklich ohnmächtig? Sie ist komplett bewusstlos. Das sehen wir an unserem Gerät. Leitstelle für den 1-RTW3, komm. Dringend kommen. Die Leitstelle hört. Also ganz ehrlich, wir stecken hier richtig in der Scheiße. Da schick uns dringend die Polizei her. So ein falscher 50er, häusliche Gewalt. Schwer verletzte Person. Schick uns schnell die Polizei, komm. Ja, verstehe. Ja, die schicke ich euch nach, klar. Was funkt Ihr Kollege denn da rum? Zwischendurch müssen wir uns immer melden, dass alles in Ordnung ist. Und das macht er wahrscheinlich gerade. Und die Kathy, die ist immer noch da. Die soll sich um ihre Sachen kümmern, verdammt nochmal. Was ist denn mit der Frau? Wo ist sie denn jetzt? Ist sie drin oder draußen?
Also Kollegin von uns ist noch vor Ort, deswegen ist die Situation auch so prekär. Ich kann halt den Mann von der Ehefrau nicht einschätzen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass hier die Sache nicht stimmt. Was nicht stimmt? Ja, ich glaube nicht, dass sie ohnmächtig ist. Ja, aber Sie sehen doch an den, Sie können es an den Werten sehen, am Monitor. Ja, die ganze Zeit hier läuft eine Geschichte, die mir nicht gefällt, okay? Schatz, wenn du mich hier verarscht, dann ist aber Holland in Not, das sage ich dir. Wir verarschen Sie nicht, glauben Sie mir. Okay, ich trage das mit ein. Ihr passt auf euch auf, ne? Ja, na klar, wir achten auf Eigenschutz, aber trotzdem, schick uns jetzt die Streife her und Feierabend. So viel Zeit zu labern habe ich nicht. Wir verarschen Sie. Ja, ich habe immer das Gefühl hier, das ist meine Frau, wir sind in meinem Haus. Und die kommt hier nicht raus, wenn ich das nicht will. Haben Sie mich verstanden? Wir bringen sie nicht raus. Roberto! Ja, das will ich hoffen. Ich brauche Hilfe. Ja, wir wollten doch was holen. Wo sind denn die Sachen? So, jetzt fahren Sie erstmal ein bisschen runter. Ich fahre überhaupt nicht runter. Das ist mein Haus. Ja, das ist richtig. Sie hören hier auf mich. Und ich möchte, dass Sie jetzt gehen. Wir gehen jetzt mal einen Schritt zurück. Gehen Sie jetzt bitte einen Schritt zurück. Und jetzt ist Feierabend. So, wir haben die Polizei bestellt. Warum das? Was will die Polizei hier? Sie wissen ganz genau, warum. Hören Sie auf mit diesem Schauspiel hier. Was für ein Schauspiel? Wir haben Sie von Anfang an durchschaut. Und wir nehmen Ihre Frau jetzt mit. So, okay. So. Ja. Guck mal her. Und zapp. So schnell geht das nämlich. So. Langsam, Stufe 1. Ja, ja. Schaust du? Ja. Okay, das geht. Kommt also. So. Noch kommt er nicht hinterher. So. Wie viele Stufen noch? 2. 1. Machst du gleich die Trage raus? Ja. 0, das ist die letzte kurze Abstand. Jetzt wieder geht's. Stufe. Jetzt. Tage. Zack, die letzte. Ja, jawohl. Ich hatte natürlich Angst, dass er hinterherkommt, der Herr Johl. Aber der war erstmal ein bisschen geschockt. War wahrscheinlich am Überlegen, wie rede ich mich gleich aus der Nummer raus. Ja, und als wir dann am RTW ankamen, ich war erleichtert, aber noch ist es ja nicht vorbei. Er kann jederzeit um die Ecke kommen. Du bist in Sicherheit, ist alles okay jetzt. Da geht jetzt keiner mehr rein in die Bude. Du hast doch merken müssen. Ich hab, wie sollst du das denn merken? Nein, nein. Es tut mir wirklich, wirklich leid. Wenn er den Kontakt komplett geblockt hat, wie solltest du das denn merken? Seit einem Jahr läuft das, dass er jedes Mal ausflippt. Er ist von jetzt auf gleich ein ganz anderer Mensch. So, und Sie kann jetzt ich wusste doch, dass du mich verarschst. Du bist jetzt raus hier. Raus hier. Ich lass mich doch nicht verarschen. Wir haben jetzt Hausrecht. Hallo? Das ist Finger meine weg. Frau. Das ist meine Finger Frau. Und ich gehe da jetzt rein. Kollege, Finger weg. 2 Meter zurück. Lassen Sie mich nicht an. Sonst was. Ja. Halt du dich da raus. Was willst du überhaupt noch hier? Was hab ich noch angesehen? Ich hab überhaupt nichts. Du weißt doch. Es gab nur noch eins. Ab ins Auto mit ihr, Türen schließen und hoffen, dass die Polizei schnellstmöglich um die Ecke kommt. Finger weg. Der ist auch irre. Ist er, aber der kommt hier nicht rein. Hanna, du kommst jetzt raus hier. Kommst da raus. Machen Sie die Tür auf. Der Wagen ist abgeschlossen. Aber da kann ich doch nicht mehr rausgehen. Nein, Sie gehen auch nicht mehr raus, auf gar keinen Fall. Du gehst da auch nie wieder hin. Nein. Nie wieder. Finger weg. Könnt ihr mal bitte hier, was wollen Sie denn extrem hier? Aggressiv. Der kommt hier nicht rein. Wir sind hier wie in einem Safe. Ja, haben Sie denn gerufen? Sie fahren jetzt bitte mal runter. Ja, wir machen kurz unter 4 Augen, aber einer sollte den beaufsichtigen. Gut, nicht. Dann bleiben Sie nicht, jetzt dass hier der stehen. Droht zu fliehen. Und du kannst immer zu mir kommen. Es tut mir so leid. Legen Sie Hände ruhig da oben drauf. Gut, alles klar. Ich das nicht mitbekommen konnte. Die Polizei ist da. Sie haben ihn festgenommen. Und Sie hören bitte auf, sich Vorwürfe zu machen. Ja, sowas kann man auch manchmal. Sie hat es ja versucht zu verstecken. Okay? Ja. Was genau sich im Haus des jungen Ehepaares heute abgespielt hat, haben die Rettungskräfte allerdings noch nicht erfahren. Zum Schutz der völlig verängstigten Patientin will die Polizei den gewalttätigen Ehemann umgehend auf die Wache mitnehmen. Ganz langsam, die Hände legen Sie hier oben drauf. Sicherst du mal ganz alle Füße kurz? So. Ich glaub, so schnell kehren Sie hier nämlich nicht mehr zurück. So, ganz langsam, einmal hier, die Hand kommt auf den Rücken. Ihr macht das jetzt alles. Das ist mein Kollege. Nicht erschrecken, nicht erschrecken. Keine Angst, ich bin's. Ja, ich hab's so durchs Fenster leuchten sehen. So, hier, Entwarnung. Das Schwein ist jetzt im Streifenwagen, ist fixiert mit Handschellen und ja, wir sind jetzt alle in Sicherheit, ne? Gott kann jetzt keiner sei mehr kommen. Dank. Ja. Oh je, oh je, oh je. Wisst ihr Bescheid, ne? Jetzt laufen hier Tränchen. Nehmen Sie das mal runter. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Lassen Sie es alles einfach auf. Jojo. Aus diesem Einsatz gehe ich raus mit einem kleinen Funken Hoffnung. Und
noch ganz, ganz vielen Problemen. Wir haben eine Frau gerettet. Aber wissen Sie, wie viele tausende Frauen es in Deutschland gibt, von denen wir noch nichts wissen, die sich auch nicht trauen, Hilfe zu holen? Und deshalb würde ich Sie bitten, halten Sie die Augen auf. Insbesondere, wenn eine Frau zum Beispiel am Fenster steht und Ihnen zuwinkt, vielleicht leicht lächelt, dann aber den Daumen reinnimmt und die Hand schließt. Dies ist ein Zeichen dafür, dass ich Hilfe brauche. Reagieren Sie drauf, rufen Sie die Polizei an oder den Rettungsdienst, erzählen Sie, was Sie beobachtet haben und sind diese Zeichen bekannt. Wir fahren vorbei, wir gehen nachgucken und zur Not holen wir jede Frau, so wie die Frau Johl, raus. Seitdem wir geheiratet haben, ist das so. Ich habe keine Ahnung. Und was war jetzt mit der Hand? Mir ist beim Essen was runtergefallen und um mir eine Lektion zu erteilen, hat er meine Hand auf die Herdplatte gedrückt. Das sah auch genauso aus. Aber was war mit dem Regal? Hat er das nochmal auf Sie draufgeschubst? Das war er nicht. Ich wollte, dass Sie nochmal zurückkommen, weil ich Angst hatte und nicht wusste, wie ich da rauskommen soll. Und dann habe ich das Regal auf mich fallen lassen. Und dann wusste er nicht, was er machen soll und hat mich dann auch bewusstlos gestellt. Super, er hätte mich ja sonst nicht gehen lassen. Gott sei Dank, das haben Sie gut gemacht. Das haben Sie super gemacht. Frau Johl wird im Krankenhaus natürlich erstmal ihre Verbrennungen behandeln lassen. Ganz klare Kiste. Aber wir haben hier ja noch mehr Baustellen offen. Die Hämatome sind nicht behandlungswürdig. Die heilen von alleine ab. Was nicht von alleine heilen wird, ist vor allen Dingen ihre Seele. Sie hat definitiv ein Trauma hinter sich. Man muss ihr bei dem Trauma helfen, auch durch professionelle Hilfe. Es muss auch ein Anwalt hinzugezogen werden, weil hier ist ja noch einiges zu tun. Ich denke, hier steht auch eine Scheidung an, bei ihr wahrscheinlich eine Härtefallscheidung. Ja, und dann muss man das Ganze aufarbeiten, auch im Hinblick darauf, dass sie irgendwann wieder eine hoffentlich sehr glückliche Beziehung führen kann zu einem sehr netten Mann. Sie sind eine starke Frau. Sie werden das schaffen. Und Sie werden Hilfe bekommen von allen Seiten, auch von Ihrer Freundin. Natürlich, ja. Wenn ich das gewusst, dann hätte ich dich schon viel früher da rausgeholt. Du kannst da nichts für. Im Krankenhaus konnten die Verbrennungen der 29-jährigen Hanna ohne bleibende Schäden behandelt werden. Ehemann Johannes erhielt ein Kontaktverbot zu seiner Frau und musste sich wegen mehrfacher Körperverletzung vor Gericht verantworten. Das Ehepaar ist mittlerweile geschieden und Hanna hat es mit der Unterstützung ihrer Freundin und einer Therapeutin geschafft, ein neues Leben zu beginnen.